Hallo zu unserem neuen Vlog. Damit ihr zum Beispiel unsere Videos und vieles andere ohne Ruckeln sehen könnt, braucht ihr eine vernünftige Internetverbindung. Die Telekom hat schon vor einiger Zeit das Netz in unserer Gemeinde verbessert. Die Glasfaserleitungen reichen aber nur bis zu den Verteilerkästen auf den Straßen. Damit künftig mehr Leute im Homeoffice arbeiten können und auch für die private Nutzung eine bessere Internetverbindung zur Verfügung steht, brauchen wir langfristig Glasfaseranschlüsse bis in jedes Haus. Um das zu ermöglichen, habe ich mich mit meinen Bürgermeisterkollegen aus Wöllstadt, Roggenberg, Münzenberg und Obermörlen zu einem Austausch getroffen. In Obermörlen hat die Deutsche Glasfaser das Netz ausgebaut. Ein solcher Ausbau birgt aber auch Risiken. Die Straßen dort sehen teilweise nicht mehr so gut aus. Wir arbeiten weiter an einer Lösung, um langfristig einen direkten Glasfaseranschluss zu unseren Häusern zu ermöglichen. Wir hatten schon mehrfach über den Anbau der Kita Pusteblume berichtet. Im Zuge der Arbeiten wurde auch die Fassade des übrigen Gebäudes neu gestaltet und die Einfahrt zur Feuerwehr wurde neu gepflastert. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. In einem nächsten Schritt sollen auch die Räume der Feuerwehr saniert werden. Die neuen Spielgeräte auf dem Spielplatz in Wohnbach stehen seit einigen Wochen und inzwischen ist der Rasen angewachsen. Der Platz kann ab sofort wieder genutzt werden. An dieser Stelle vielen Dank an alle Wohnbacher Kinder und Jugendlichen, die Anregungen eingebracht haben, an unsere Bauabteilung für die Planung und an unseren Bauhof für die Realisierung. Es fehlt nur noch eine Bank um den Baum, die in den nächsten Wochen geliefert werden sollte. Die Umbauarbeiten in unserer Bauabteilung laufen noch auf Hochtouren. Inzwischen wurde ein Teppichboden verlegt, alles wurde neu verkabelt und die neuen Wände wurden aufgestellt. Wir hatten in unserem letzten Vlog schon über die Ausschusssitzungen berichtet. Dabei hatten wir auch auf die Sitzung der Gemeindevertretung hingewiesen. Es wurde über einen Antrag einer Fraktion beraten, die Heizenergieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen. Das wurde fraktionsübergreifend positiv aufgenommen. Das Thema wurde zur weiteren Beratung in den Bauausschuss verwiesen. Zur Abschaffung der Straßenbeiträge musste noch eine Aufhebungssatzung beschlossen werden, der alle einstimmig zustimmten. Die Entwürfe für das gemeinsame Feuerwehrgerätehaus von Melbach und Södel wurden ebenfalls angenommen. Am meisten Aufmerksamkeit erfuhr aber der letzte Tagesordnungspunkt. Das war die Bauleitplanung für das Logistikzentrum an der A45. Bereits vor der Sitzung fand eine Kundgebung vor der Halle statt. In der Sitzung hatten die Parlamentarier nochmals die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der Beschluss wurde notwendig, weil die Fläche etwas kleiner geworden ist. Bis auf zwei Parlamentarier stimmten alle für den Bebauungsplan und die Ansiedlung von mehr als 550 Arbeitsplätzen. Eine andere Sitzung fand vor wenigen Tagen im Sitzungszimmer des Rathauses statt. Der Vorstand der Bürgerstiftung hat die Sitzung des Stiftungskuratoriums vorbereitet. Es wurde über die eingereichten Anträge beraten und ein Beschlussvorschlag für das Kuratorium beschlossen. Einen Eindruck von der Arbeit der Stiftung bekommt ihr auf der neuen Webseite der Bürgerstiftung. Seit Beginn der Woche läuft in unseren Kindergärten wieder der Regelbetrieb, natürlich unter Pandemiebedingungen. Um die Erzieher besser zu schützen, haben wir verschiedene Angebote für Schutzmasken angefordert. Dabei haben wir natürlich auch bei der Lindenapotheke angefragt, die spontan beschlossen hat, die Masken zu spenden. Ich konnte die Masken vergangene Woche gemeinsam mit unserem Hauptabteilungsleiter Markus Herrmann und der für Kindergärten zuständigen Fachbereichsleiterin Nicole Stelzner-Lehmann von Apotheker Christian Koch und seinem Mitarbeiter Erik Klotny entgegennehmen. Pfarrer Wolfgang Kaiser wird Wölfersheim verlassen. Als Abschiedsgeschenk habe ich ihm einen Apfelbaum für seine neue Wirkungsstätte geschenkt, den er im Rahmen unserer Aktion 10.000 Bäume für 10.000 Wölfersheimer gespendet hat. Der Baum wurde bewusst hier am Mehrgenerationenspielplatz gepflanzt, wo er möglichst vielen Menschen eine Freude bereiten soll. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis auf unsere Aktion Wölfersheimer Lieblingstouren. Beim Stadtradeln haben in diesem Jahr noch mehr Menschen teilgenommen und in den nächsten Wochen werden sicher einige ihren Urlaub zu Hause verbringen und mit dem Rad unterwegs sein. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, eine kleine Broschüre mit den Tourenvorschlägen von euch zu veröffentlichen. Sendet uns dazu einfach eure Lieblingstouren rund um Wölfersheim und macht damit anderen Vorschlägen, welche Ecken man rund um unsere Gemeinde erkunden sollte. Es würde mich freuen, wenn sich wieder viele daran beteiligen. Und das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst den Daumen nach oben nicht und abonniert unseren Kanal. Tschüss, macht's gut.